Ja, wir sind heute hier, um die Maßnahmen an einer ca. 100 Jahre alten Buche zu beobachten. Der Baum wird verbolzt, das heißt, es werden an einer ganz markanten Stelle, wo der Baum eine Rissbildung zeigt, drei Gewindestangen eingebaut. Und das wollen wir uns heute einmal anschauen. Wie wir sehen können, hat der Baum eine sogenannte Zwieselbildung. Und der Baum war uns schon seit Jahren auffällig. Und wir haben im Zuge dessen drei Kronensicherungen eingebaut, drei Gurte eingezogen, um genau für solche Situationen den Baum bestmöglich zu sichern. Und dann ist das eingetreten, was wir nicht erhofft, aber schon vermutet haben. Dann hat sich ein Riss gebildet bei Windbelastung. Und als Notfallmaßnahme wurden dann Zurgurte eingebaut, um den Baum weiter zu stabilisieren. Und nun wird der Baum noch an dem Riss verbolzt mit drei Gewindestangen. Also das wird nicht bei jedem Baum so durchgeführt. Hier haben wir eine ungefähr 100 Jahre alte Buche, die an markantem Standort schon ein wirklich beeindruckend großer und auch sehr schöner Baum ist. Und Bäume sind immer schnell gefällt, aber bei diesem Baum haben wir uns dann eben gedacht, er hat es verdient, weil er so außergewöhnlich schön ist und toll ist und so eine gigantische Krone hat, dass wir da also diese Maßnahmen ergreifen wollen, um den Baum auch weiterhin zu erhalten. Aber Naturdenkmal in dem Sinne ist er noch nicht, ne? Das Nein, ist man, es, wenn man was erfüllt? Dazu käme dennoch eine exponierte Lage, ortsbildprägenden Charakter, in der Regel dann noch älter als dieser Baum. Das erfüllt er vielleicht mal irgendwann. Dabei wollen wir ihm auch helfen mit diesen Maßnahmen, die wir im Moment ergreifen. Aber im Moment ist es noch in Anführungsstrichen ein normaler Baum, wenn auch bemerkenswert schön.